Okay. Lasst mich nicht sterben. Aha. Mal gucken. Ich muss schon immer Katrin durch Dingsen. Es hilft uns nicht mehr. Ja, die Details bitte für dich behalten. Danke. Oder eine Stunde Später dann. warten. Es war kalt in diesem Zelt. Natürlich. Gefriertemperaturen. Wir mussten, ja. So Mhm. fängt es an. Und dann hat da jemand eine Maske auf und es lag Stroh. Nee, dann kommt das Thermometer ins Spiel. Ja. das war nach Corona. Anwesenheit eines Bewegungssensors, EMF, Sanity 25. Ich habe übrigens die 0% geistige Gesundheit nicht abgehakt bekommen, ne? Ja, der hat es ja nicht null. Doch, hatte sie. Ja, doch, hatte Nee. sie. Okay. Vielleicht müssen wir es eine gewisse Weile haben oder so. Nee, aber es ist immer noch zwischen 0 und 1 und 2 geschwankt. Ich glaube, du musst richtig so, okay, du bist durch sein. Vielleicht hätte der Otter auch 0 haben müssen. Nee, es ist ja pro Person. Ja, aber vielleicht zählt das pro Person für Steam. Du weißt doch. Wo ist denn das Stromding? In der Garage. Okay. Ah, wir müssen Möchte das jemand Maple. mit, Bin möchte hinter jemand dir. mitkommen? Ja, bekommen. Bin hinter dir und fange dann direkt mit der Knochensuche an. Das haben wir das letzte Mal gar nicht gemacht, oder? Oh. Nee, beim letzten Mal sind wir tatsächlich hier nicht rein. Das Haus ist so neu, da ist, als die Tür aufgegangen ist, sogar noch ein bisschen Ich glaube, ich habe gerade was in der Fockerbohr Küche gewesen. gehört. Strom ist an. Was sagen die Temperaturen? Abgesehen von, wir können vielleicht noch mal rausgehen. Immer noch mal raus. Hatte einer von euch Zählt den Keller aufgemacht? nicht. Nein. Okay. Hallo, Herr Otto. Hallo, Herr Dixon. Hier hinten ist die Waschküche auch noch offen, also von daher. Wir sind also alle raus, außer Satt. Ja. Irgendjemand muss ja Knochen suchen. Du kannst auch Ach, Knochen suchen, wenn es warm ist. es ist ein Handtuch. Ich verstehe. Du bist ein Handtuch. Ja, es sah zuerst aus wie ein Gummihütchen. Ich Bloß hab's in dreckig und verwechselt. alt. Ja, auch Er darf verwechselt. also. Er darf also vor 22 über so ein Zeug reden. Hühnchen? Hütchen. Ah, Chicken. das ist ein Fliegenfänger, der mir im Gesicht hat. Das war das Gruselnste bis jetzt Und heute. jetzt klebt ihm auch noch Zeug im Gesicht. Ja. I. Widerlich. Wer geht mit mir die Treppe hoch? Okay. Ich schon vor. Also es gibt bis jetzt keinen Knochen in den untersten Stockwerken. Hier sind alle Türen offen, ne? Ach, komm mal, null. Wieso hat gerade Ich will meine euch nicht mal kennen. Leuchte gedingst? Also ich habe die Türen, die ich aufgemacht habe, wieder zugemacht. Nee, hier oben sind alle Türen offen. Ja, ich habe gerade. Jetzt mache ich sie wieder auf. Hier 1,5. Ja. Ich hatte hier gerade einen Ausschlag von 1,5. Ich Zum also Arzt Laufschlag gehen. hast, dann solltest du zum Arzt gehen. Ja. Ach, ihr seid doof. Das wusstest du Was schon sagt die vorher. Thermomixe? Ist 21,2. Dann Ist war es warm. das wohl nicht. Ich würde hier nebenan tippen. Hier ist auch Das eine offene Bad. Tür, okay. Ich sag doch, hier oben sind alle. Hier ist 2,5 Ausschlag gewesen. Ist zu. Ein bisschen. Jetzt aber auch nicht mehr. Weißt du was? Das könnte tatsächlich dieser Vorraum sein. Hier ist warm. Was ist hier? Auch. Auch. Komm, 23 Knochen, Grad. Knochen, Knochen, Weil Knochen, jedes Knochen. Mal, wenn ich mich in dem Raum Richtung Ausgang drehe, macht's Geräusche. Und wehe, jetzt sagt jemand, ich mache das Geräusch. Du machst die Geräusche. Oh, hier Du ist noch. bist so gemein zu mir. Ja, so sind wir doch da. Ey! Ich check dieses Entschuldigung! Mikrofon nicht. Oh, da war ein Fünfer Geräusch. Das könnte Parabolik. Sechser Geräusch. Im Oh, minus 4,2. Minus Knochen. sechs Sag ich doch. Komma zwei. Wir sind hier. Wo ist hier? Ja, hier hinten. Hinten. Hier Da ist auch hinten, der wo der Knochen. Knochen. Da, wo Nein. der Knochen ist. Ja, ich habe hier einen Empf. Da, wo das M gerade wie viel anzeigt? Zwei. Ah ja. Ja, gut, dann holen wir mal zurück, ne? Zeug, 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 Zeug. Ich leg mal die Fotokamera vor die Tür.
den Schlüssel gefunden? Jo. Okay, was war jetzt die Temperatur? Minus? War die Minus? Minus 6. Also, gefriert. Ich nehme die Box mit. Gut, ich mache die Box. Ja, Bewegungsmelder. Und Salz. Oh. Ich muss dich da lassen. Noch? Müssen wir hier irgendwie. Es gab eine Zeit, da haben wir als erstes das Kreuz gelegt. Mhm. Ja. Der Geist, du huscht bitte. Bitte nicht reinkommen? Ja. Und wir haben direkt meinen Fußabdruck. Also, aus der Dusche gekommen ist. Wo ist denn der Fußabdruck? Wenn du in die Tür reinkommst, rechts. Ah, da. Bist du hier? Dann machen wir das mal dahin. Wie alt bist du? Aber Kreuz ist ein gutes Ding. Ich bring mal zwei mit. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Dieses Gemälde da ist schon zerstört. Bist du hier? Wie alt bist du? Zu alt. Wo bist du? Zu alt für den Scheiß. Weg. Definitiv zu alt für den Scheiß. Wobei, du siehst keine Fußabdrücke, ich glaube. Wo bist du? Ich habe jetzt mal Richtung Fußabdruck die erste Kamera gelegt. Ja. Bist du? Bist du hier? Ich habe eine auf die Dotze gerichtet. Dann haben wir zwei auf die Dotze. Das ist so gut. Geisterscheine! Ich komme aber noch ein Foto von den links. Wer sagt, wir haben Dotze? Dex sagt, ich hatte gerade Dotze. Vielleicht war das auch mein Atem. Ja, vielleicht mal Zähne putzen. Ach, nur weil es heute wieder Dönerstag war. Dönerstag! Oh. Weißt du, wie lange ich keinen Döner hatte? Weiß ich nicht. So lange. Eine Woche. Länger. Also, ja, vom ich glaube das ganze Jahr noch nicht. Ich brauche einen Döner. Warum habe ich dann keinen Döner gehabt? Du bist am Samstag doch eh in der Stadt. Du meinst, wir sollten Döner essen? Ich wollte eh fragen, ob du nach der Arbeit vor dem Kino noch was essen willst. Klingt gut. Ich muss schauen, dass ich, wenn ich um 18 rauskomme, dann schaffen wir das zeitlich. Was wollt ihr denn gucken? Den nicht existenten fünften Teil einer Trilogie. Ja, okay, verstehe. Wie alle sofort dann wissen, so, okay. Ach, der. Wir nannten den Hund Indy. Genau. Ihr habt mich nach dem Hund benannt. Okay, wir brauchen Dotze da drüben. Er hat sich ja selber nach dem Hund benannt. Ja. Jein. Wie okay. Jein? Geht er wollte nicht Junior rein? Heißen. Ja, geht jetzt nochmal jemand rein. Ja. Ich bin auf dem Weg nach drinnen, bitte begleitet mich jemand. Ja, bitte warten Sie, ich bin da. Da ist voll der Vollmond da oben. Arrrr. Arrrr. Jo. Da liegt ein Schuh. Liegt ein Schuh. Da liegt ein Schuh. Kann jemand bitte noch diesen Schuh erwähnen? Könnt ihr die Kamera bitte irgendwie anders auch hinstellen? Die wackelt die ganze Zeit hin. Das ist furchtbar. Heul doch. Wir haben Fingerabdrücke. Aha. Ich habe ein Geräusch gehabt und das war nicht schön. Also wir haben Dämon, Handtuch, Mimik. Mag jemand den Fingerabdruck da... Ach, ich kann ihn ja fotografieren während... da, Kamera. 1A Fingerabdrücke, total überbelichtet. Porno. Okay. Schon wieder ein Porno? Immer ein Porno. Aber es ist noch vor 22 Uhr. Beim Otter ist das ganze Leben ein Porno. Richtig. Ah, scheckig. So, also wir haben Fingerabdrücke, wir haben Gefrierbrand, das heißt... Was brauchen wir jetzt noch? Ach, die Fingerabdrücke hat er nicht gewertet, als ich drauf gedingst habe. Die müssen wir nochmal fotografieren. Mag doch mal jemand mit reinkommen. Gleich. Lass uns doch erstmal. Was? Die Dotze sind raus. Keine Dotze, oder? Also, es kann kein Dotze mehr geben. Achso, es kann keine. Dann gefriert Temperaturen und Fingerabdrücke schließen Dotze aus.
Ich würde gerne die Fingerabdrücke fotografieren, bevor sie wieder verschwinden. Ich vermute, wir können die Box auch ausschließen. Das heißt, es kann nur der Dämon, der Hand und der Djinn sein. Aktuell sieht sie aber auch nicht nach Orbsen aus. Nachdem er das Licht ausgemacht hat, ist es wahrscheinlich kein Djinn. Das Geisterbuch hat er auch nicht genommen, oder? Nee, war noch leer. Er ist bestimmt ein Autor. Okay, wenn wir die ausschließen, wäre es der Djinn, aber das kann nicht sein, der hat das Licht ausgemacht. Ich tippe auf den Handtuch. Was ist denn das? Das Handtuch. Nein, was ist das für eine... Ein Handtuch ist ein seltener Geist, der kalte Kinder. Nein! Geisterorbs. Lass mich. Wo? Nein, das Hast ist... Hast du welche gesehen? Nein, aber das ist das, was der Handtuch noch braucht. Ja. Ja gut, weil ich ja sehe auf keiner Kamera Orbs. Aber es war schon knackig kalt. Ja, oh ja. Das bestätigen wir. Gefriertemperaturen und wahrscheinlich Fingerabdrücke, die ich gerne verifizieren würde. Ja, aber ja, nicht nur Gefriertemperatur, sondern minus 6 Grad ist schon echt kalt. Nein, wir hatten schon minus 10 und mehr kälter. Gerade auch minus 10, also gerade hier bei dem. Warum ist hier alles grün? Das frage ich mich gerade auch, es ist neblig. Frühling. Und er spielt mit der Elektrizität. Das könnte ein Djinn sein. Wollen wir die Elektrizität mal ausmachen und gucken, was passiert? So, ich mach das Ding mal weg. Magst du mal den, hier liegt ein... Was denn? Fingerabdruckscanner und, die, Dings bitte, die. Dings soll ich den Strom ausmachen gehen? Nein, lass noch an. Die Lampenschalter. Nope. Da ist nix. Eben meine ich nicht. Freunde, das Buch ist beschrieben, das ist schon aufgefallen, ja? Nein, ist doch nicht aufgefallen, warum? Ich frag mal. Hast du es fotografiert? Fucking Dämon, raus hier. Dann wäre es ein Dämon. Wir sind unterwegs. Aber die Fingerabdrücke sind nicht verifiziert. Ja, weil es ein Buch ist. Ja, es wäre ein Dämon mit den Fingerabdrücken. Ja, aber wir haben. Achso, Fingerabdrücke. So kann es doch ein Revenant, Shade oder Moroi sein. Aber du hast die Fingerabdrücke gesehen, oder? Sie lassen sich nur nicht fotografieren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie gesehen habe, weil das war halt das Dots. Deswegen wollte ich herein und sie verifizieren. Okay, was macht denn der Shade? Der ist ein bisschen shady. Also, Shades sind bekannt als schüchterne Geister. Ich bin ein Shade. Befindet man sich im selben Raum mit dem Geist, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Oh, das ist auf keinen Fall ein Shade. Nein, der macht weiter. Revenant hat noch nicht gejagt, der wird ja... Ich gehe mal rein und fotografiere dieses blöde Buch. Ich bin aber gar nicht drin. Ich dachte, du hast das Buch fotografiert. Ich habe dich gerade gefragt, ob du es fotografiert hast. Hab ich. Aber er hat gesehen, dass der in Salz getreten ist. So. Fußabdruck. Aber da drunter ist ein Geisterbuch. Da ist ein 3-Sterne-Geisterbuch-Foto, wo nicht mal ein Buch drauf ist. Ja. Es ist... Ja. Ich mag das Spiel, ist mir egal. Was nun? So, jetzt haben wir das Buch auf jeden Fall. Du hast keine Obse gesehen, oder? Ich habe das Buch in der Fresse.